Am 25. März sind Gesamterneuerungswahlen im Kanton Bern. Das ist unser Thema heute im Talk. Wir reden über die Ausgangslage und unter anderem über die wichtige Rolle des garantierten Jurasitz. Und zwar mit meinem heutigen Gast, mit dem Maximilian Schubiger, Politologe an der Uni Bern und Redakteur beim Jahrbuch «Année Politique Suisse». Guten Abend. Maximilian Schubiger, der Grossrat ist seit eh und je bürgerlich dominiert im Kanton Bern. Muss man da mit der Überraschung rechnen? Nein, das ist richtig. Das ist seit langem so. Der Kanton Bern ist ein bürgerlicher Kanton. Und es bräuchte wirklich ganz viel, dass das jetzt am nächsten 25. März eine Änderung würde geben. Ich bin noch beim Grossrat und breche es ein bisschen ab auf unsere Region. Ein Beispiel, PRR, Parti Radical Romo, also die welsche FDP, das Bio, hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie gerne zwei Sitze von den drei Sitzen im Wahlkreis Bio-Seeland, die für die Welschen sind, erobern. Also einen mehr als bisher. Ist das realistisch? Also es ist sicher nicht ausgeschlossen und es passt auch eigentlich zu der Strategie von der FDP vom Kanton Bern, die ja fünf Sitze möchte erobern, sozusagen, plus fünf Sitze. Allerdings, Biel-Seeland, der Wahlkreis, dominiert von der Stadt Biel, wo doch dort im Gegensatz zum Kanton pointiert rot-grün dominiert wird. Und die anderen beiden Sitze sind ja von der welschen SP besetzt im Moment. Und ich gehe nicht davon aus, dass das dort eine Änderung gibt, weil doch die beiden anderen mit der SP, mit links im Rücken, besser aufgestellt sind im Moment. BDP? Gut vertreten mit der aktuellen Regierungsrätin der Beatrice Simon aus Seedorf, ein bekanntes Gesicht in unserer Region, aber sonst eher schwierig. Die letzten Wahlen, da war die BDP die grosse Verliererin gewesen, mit 11 Sitzen, die sie verloren haben von 25. Was passiert das Jahr? Geht die Partei unter? Ja, das werden wir erst am Wahlsonntag sehen, aber es ist natürlich so. Die BDP hat sehr stark verloren in den letzten Wahlen 2014 und dort würde ich sagen, geht es schon fast ein bisschen um Schadensbegrenzung immer noch. Was sie neu machen, ist vermehrt Listenverbindungen eingehen. Das ist sicher eine gute Strategie. Aber das Gerangel in der Mitte ist natürlich prominent in allen Wahlkreisen. Die GLP wird natürlich gewinnen. Die andere Mitte-Partei, die EVP, auch. Und der Kuchen wird nicht grösser. Es gibt nicht mehr Sitze wegen dem. Also dort wird es vielleicht ein bisschen Verschiebungen geben. Nicht unbedingt zugunsten von der BDP. Kommen wir zum Regierungsrat. 16 Kandidaten stehen in den Startlöchern. Drei Sitze sind frei. Eine spannende Ausgangslage. Es ist eigentlich eine sehr spannende Ausgangslage, wenn man das so leer auf dem Papier liest. Drei Sitze von sieben sind leer. Also man würde meinen, doch kommen jetzt Kandidatinnen und Kandidaten. Allerdings glaube ich, dass die Kandidatinnen und Kandidaten von den Parteien, die jetzt frei sind, Christine Häsler von den Grünen und Davy Allemann von der SP und Philipp Müller bei der FDP recht gut aufgestellt sind. Und deswegen wirkt es auch gar nicht so spannend, weil man das Gefühl hat, ja, die werden sowieso dann gewählt auf diese Sitze. Ja, so hat das Volk gar keine richtige Wahl. Das Volk hat auf alle Fälle eine Wahl. Eben, Sie haben es gesagt, 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Man kann natürlich dort auf den leeren Wahlzettel schreiben, wer man will. Man könnte auch persönlich alle ganz ersetzen. Also man hat völlig eine freie Wahl, aber das ist natürlich nicht die Einzelentscheidung, sondern alle Bernerinnen und Berner wählen. Und dann kommt es darauf aus, dass die bisherigen wahrscheinlich wiedergewählt werden. Das wissen wir aus der Wissenschaft auch. Der bisherige Bonus, der gibt es, der ist stark, der ist auch im Kanton Bern stark. Das haben wir auch in den vergangenen Wahlen immer gesehen. Und ja, das sind die grossen Parteien. Links, Grün hat schon Platz im Kanton Bern. Darum glaube ich auch, dass das erfolgreich kann sein, die beiden Sitze wieder zu nehmen. Und die FDP als bürgerliche Partei, auch im bürgerlichen Kanton, der Sitz dürfte eigentlich auch dort bleiben. Spannend könnte es früher beim Jurasitz werden, erfahrungsgemäss. Die letzten zwei Mal, wo die Mehrheit gekippt ist im Regierungsrat, war es wegen dem Jurasitz gewesen. Letztes Mal 2016, wo nach 10 Jahren Rot-Grün-Mehrheit die Bürgerlichen wieder die Oberhand ergriffen haben. Wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, dort ist es tatsächlich so ein bisschen am spannendsten, aber auch dort ist dann der Wahlsonntag entscheidend. Die SP greift den Sitz an mit dem Christophe Gagnemann. Das ist ja, eine Strategie, die man machen kann, wenn man eben im Kanton Bern die Regierungsmehrheit will, in diesem Fall jetzt wieder zurückholen. Das hat man gesehen, Sie haben es gesagt, es ist der Wechsel auf dem Jurasitz jeweils. Und es ist eigentlich klar, dass man dort von links her den Sitz angreifen soll.
Und jetzt kommt aber noch Moran Riesen ins Spiel von den Autonomisten. Dort hat sich die Linke ein selber ins eigene Fleisch geschnitten. Sie nimmt ja wahrscheinlich dem Herrn Gagnon mehr Stimmen weg. Sie nehmen sich wahrscheinlich schon Stimmen weg. Allerdings, wenn man von einer Richtungswahl reden will, dann müssen eigentlich alle Wählerinnen und Wähler, die links stärken wollen, alle linken Kandidaten auf ihren Wahlzettel schreiben und die SVP-Kandidaten zum Beispiel eben weglassen. So kann man dort links in dem Sinn stärken. Wenn man jetzt schaut, die welsche SP und die Autonomisten, der PSA, die haben natürlich heute schon nicht so genau auf der gleichen Bühne, weil die SP auch im Berner Jura natürlich immer pro-bernisch war. Und daher sehe ich schon auch den Grund, warum die PSA eine Kandidatin aufstellen möchte. Schauen wir mal die drei Kandidaten ein bisschen im Detail an. Was könnt ihr dazu sagen? Nehmen wir mal den Pierre-Alain Schnegg, amtierenden Regierungsrat der SVP. Also er kommt jetzt mit dem bisherigen Bonus in die Wahl, den wir jetzt gerade vorher kurz angesprochen haben. Er fährt eine klare Linie, ist eigentlich Parteiexponent, SVPler, hat auch sehr klar seinen Stempel aufgedruckt in der kantonalbernischen Sozialpolitik, hat auch in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion ein bisschen für Furore gesorgt, es hat viel Personalwechsel auch gegeben. Das hat ihm aber auch eine Angriffsfläche natürlich gegeben, also man ist schon natürlich enttäuscht von dem radikalen Kurs jetzt, das ist jetzt aus linker Perspektive natürlich so und da hofft man allenfalls, dass es ein bisschen Retourkutsche könnte geben aus der Wahlbevölkerung. Aber eben als bisheriger und als SVP-Kandidat im bürgerlichen Kanton sitzt er schon recht gut im Sattel. Und der Christophe Gagnon, wie schätzt er seine Chance oder wie schätzt er ihn als Kandidatin? Also er ist sicher im Berner Jura nicht schlecht verankert. Er ist seit 2006, seit der Berner Jurassische Rot gibt, auch dort dabei, hat auch schon präsidiert. Allerdings, gesamtkantonal Bern ist, wenn man schaut, er war Grossrot gewesen. Die Zeit im Parlament, wo er Reis jetzt hatte, liegt schon relativ weit zurück. Das führt dazu, dass er oder sein Name im Moment im Restkanton nicht sehr bekannt ist. Das ist noch ein bisschen ein Nachteil. Und da, glaube ich, kann man noch etwas machen, um den Namen Christophe Gagnon in den anderen Gebieten des Kantons Bern noch bekannter zu machen. Das ist ein ähnliches Muster wie anno dazumal mit Herrn Bernasconi. Ist das ein kleines Problem von SP? Ja, das Problem, es ist natürlich so, dass die dann eben die regionale Verankerung haben, die müssen sie auch haben, weil sonst können sie den garantierten Jurasitz gar nicht besetzen. Sie müssten natürlich dann als Kantonalpolitiker vorausgesetzt, sie wären es schon gewesen, also Grossröt, einfach schon sehr auffällige Politik betreiben. Manchmal ist der Spruch halt schon auch ein bisschen ein Handicap. Also man hat das auch Herrn Perrenou immer ein bisschen angeredet. Er kann ja eigentlich gar nicht so gut Deutsch, aber man muss halt dort auch eine echte Wahlkampagne fahren, nicht nur im Berner Jura oder jetzt im Seeland, wo jetzt auch geografisch dieser Region näher ist, sondern auch im Oberland, wo man wirklich auch die Stimmen braucht. Die zählen natürlich auch dann bei der Wahl am Sonntag, am 25. Noch kurz etwas zur Exotin, sage ich jetzt mal, zur Autonomistin, die kann Riesen. Ja, sie ist schon eine ganz klare Aussenseiterin. Und jetzt auch, wenn wir zurückschauen, andere frühere PSA-Regierungskandidaturen sind eigentlich immer recht chancenlos gewesen. Sie haben sehr wohl immer auch ein bisschen den linken Kandidaten Stimmen weggenommen, aber ja, ich denke, sie hat sich als Brückenbauerin auch gezeigt. Sie hat auch durch Bern Jurassische Rot, abgesehen davon als erste Frau, dürfen präsidieren. Dort in dieser turbulenten Zeit, wo es darum gegangen ist, was passiert mit dem Städtli Moutier, gehen sie, wenn sie nicht, zum Kanton Jura wechseln. Ein Plus ist wahrscheinlich auch ihr jugendliches Alter. Ich denke, sie kann da auch ein bisschen Punkte auch bei den Jüngeren. Wahlbevölkerung, aber für mich ist sie eine klare Aussenseiterin und deswegen als eigentlich chancenlos zu betrachten, leider jetzt an dieser Wahl. Wie gross sind die Chancen, dass es zum zweiten Wahlgang kommt, am 25.? Ja, auch hier wieder 16 Kandidaten, obwohl viele von denen natürlich eher nicht sehr nahe ans absolute Mehr dürften kommen, würde man meinen, ja, es braucht einen zweiten Wahlgang. Ich bin selber noch nicht ganz sicher, wie dünn das Eis ist, auf das ich mich begib, wenn ich sage, es gibt keinen. Wenn, dann glaube ich, könnte es einen zweiten Wahlgang geben für den garantierten Jurasitz, wenn wir dann eben hier mit der speziellen Berechnungsformel zu tun bekommen und müssen schauen, wem steht der Sitz effektiv zu. Besten Dank, Maximilian Schubiger, für eure Einschätzungen hier bei mir im Studio. Gerne geschehen, merci auch.
Ja, und wir bleiben dran bei den Wahlen ab nächsten Mittwoch. Jede Woche, immer am Mittwoch im Talk, ist einer von den drei Kandidaten für einen garantierten Jurasitz bei uns zu Gast. Am 12. März dann grosse Debatte im SIP. Das Kamlon wird auch ausgestrahlt auf Tele Bilingue. Und dann am 25. März dann sind wir ab dem Nachmittag live für euch hier im Studio im Einsatz und von Bern aus. Dort gibt es Schaltungen, Reaktionen und Einschätzungen. Bleibt dran. Merci vielmals für das Interesse und auf Wiedersehen.